Sergio Perez sichert sich die Pole Position in Miami und startet 8 Plätze vor seinem WM-Kontrahenten, Teamkollegen Max Verstappen. Ja, ein turbulentes Qualifying haben wir erlebt, was wir so nicht erwartet haben, Ralf. Ich begrüße dich erstmal ganz herzlich. Hallo. Ja, Ralf, wie schon erwähnt, Perez auf Pole vor Fernando Alonso, Startreihe 1, wie schon in Jeddah für den Spanier. Verstappen nur auf der 9, keine Zeit gesetzt, weil er seinen ersten Run nicht hinbekommen hat. Und dann war da ja der Leclerc-Fehler, der die rote Flagge ausgelöst hat. Wie ist dein Gesamteindruck erstmal nach dem Qualifying? Ich bin begeistert, und zwar aus einem Grund. Die doppelmoralischen Liberty-Vermarkter, die ja jedes Drehbuch in der Formel 1 schreiben wollen, mit verkürzten DRS-Zonen, da nochmal eine Schikane, da nochmal was. Also das Leben oder die Natur findet immer einen Weg, und das Qualifying hätte man nicht besser backen können. Das war das reine Leben, die Spannung ist von selbst gekommen, da musste man nicht künstlich eingreifen. Ja, Wahnsinn. Ich freue mich ausnahmsweise mal wieder richtig auf ein Rennen, das vom Sport bestimmt wird. Einfach geil. Die heutige Folge wird gesponsert von CyberGhost VPN. CyberGhost ist ein führender Anbieter in der Datenschutz- und Sicherheitsbranche mit über 38 Millionen Nutzern weltweit, die auf Trustpilot mit ausgezeichnet bewertet wurden. CyberGhost VPN verbirgt deine IP-Adresse und verschlüsselt deine Internetverbindung, damit du sicher online bist. Mit einem einzigen Klick kannst du ganz einfach deinen virtuellen Standort ändern, damit du die Formel 1-Rennen ab März problemlos auf ORF oder SRF verfolgen kannst. Denn CyberGhost VPN ist die perfekte, kostengünstige Alternative zu teuren Streamingdiensten und Abonnements. Alle unsere Zuschauer und Hörer erhalten einen achtfachen Rabatt auf das 2-Jahres-Abonnement und weitere 4 Monate gratis. Das heißt, du zahlst nur 2,03 € pro Monat. Besuche dafür cyberghostvpn.com/Formel1Insider. All das ist risikofrei, da du auch eine 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie und 24/7 Zugang zum deutschsprachigen Kundensupport erhältst. Also schnall dich an und mach dich bereit für eine adrenalingeladene Fahrt. Mehr Infos dazu findest du in der Beschreibung. Definitiv, genau. Irgendwo haben sie schon angegriffen, weil die rote Flagge ja recht spät kam, ne? Aber das konnte man da noch nicht so richtig absehen, ne? Ob ja, der wieder rauskommt irgendwie oder so. Die Startaufstellung hat ja andere Gründe. Ich meine, wir fangen mal bei Perez an, der immer hinterhergehinkt hat, eine halbe Sekunde hinter Verstappen, und im entscheidenden Moment kriegt er einigermaßen die Runde hin, während Max den Fehler macht. Im ersten Umlauf, beim zweiten war er halt der Meinung, man kann durchaus hinter Leclerc die Runde anfangen, konnte man aber nicht. Das heißt, er hat gecrasht, rote Flagge, Verstappen auf dem Platz 9 stagniert, Perez vorne, Alonso wieder super wie immer. Also es gibt nur super Aspekte heute, und fangen wir mal so an. Perez ist der einzige im Moment ernsthafte Herausforderer von Max Verstappen. Er hat alles richtig gemacht, auch wenn er ein bisschen mit dem Rücken zur Wand stand, was seine Performance betrifft. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das ausgehen wird. Das kann für Perez gut ausgehen, indem er heute gewinnt und eventuell die WM-Führung übernehmen kann. Es kann aber auch so sein, dass, und das wird Max versuchen, ihn, obwohl er jetzt diese super Ausgang, das Rennen zu gewinnen und dadurch wirklich zu zerstören physisch. Das ist ein Aspekt. Der zweite Aspekt ist, wir haben einen Leclerc auf Platz 7, einen Verstappen auf Platz 9, einen Hamilton auf Platz 13, also drei mehr oder weniger Podiumskandidaten, die nach vorne kommen müssen. Das ist schon mal Spannung pur. Ja. Und dann hast du da noch einen Kevin Magnussen auf der 4 stehen. Genau. Ja? Ich wollte sagen, wir haben über Hülkenberg geredet, wie toll das ist er auch. Aber Magnussen hat gestern performt. Der hat es einfach hingekriegt. Und wenn der performt, dann ist er immer richtig vorne. Ich erinnere nur an die Pole-Position in Brasilien, die er letztes Jahr hatte. Und jetzt steht er auf Platz 4. Und jetzt muss Haas natürlich die Hosen runterlassen. Wie gut sind sie wirklich? Im Rennen. Es kann sein, dass sie in die Punkte fallen, es kann aber auch sein, dass zum Beispiel ein Stroll, der von Platz 16 oder 17, glaube ich, losgeht, ihn trotzdem einholt, und dann ist die Wahrheit natürlich auch wieder da bei Haas. Also es gibt nur tolle Aspekte, heute das Rennen anzugucken. Ich sage es nicht gerne, um nicht, wie gesagt, Formel Hollywood zu sehr zu fördern, aber diesmal einfach nur geil. Ja, also spannender könnte die Ausgangslage eigentlich sein, natürlich, wenn der Verstappen noch weiter hinten wäre, aber ich glaube, auch Platz 9 wird schon knackig genug sein für den Kampf um den Sieg. Ja, es wird dann wahrscheinlich ja lange oder kurz oder lang soweit dann sein, dass Perez auf der 1 wahrscheinlich fährt und der Verstappen auf 2 dann schnell durchkommt. Und er ist ja die 3/4 immer schneller gewesen bisher, ne? Und dann könnte es einen Kampf geben, oder? Ich denke schon, Red Bull
muss ich jetzt schon überlegen, was passiert, wenn Max, wie er sagt, sehr schnell durchkommt. Das ist der Schlüssel heute, wenn er noch gewinnen will. Er muss so schnell wie möglich nach vorne kommen. Denn wenn du zu sehr pusht am Anfang, das haben die an Baku selbst Red Bull gesehen, dann bist du am Ende mit den Reifen am Limit und dann kannst nicht mehr zulegen. Das heißt, eigentlich hat Perez von der Theorie alle Möglichkeiten zu gewinnen. Aber ob er das auch wirklich kann, ich glaube, Max hat was dagegen. Aber wie gesagt, die ersten Start- und die Startrunden, ich sag mal die ersten 3, 4, 5 Runden, da wird man schon sehen, wie sich das Rennen entwickelt. Safety-Car-Phase kann auch immer kommen. Wer ist dann bereit? Wer macht das Richtige? Also nochmal, auch wenn ich mich jetzt wiederhole, das ist endlich mal wieder ein geiles Rennen, das einfach vom Leben und der Natur bestimmt worden ist, nicht von irgendeinem Drehbuch. Ja, die Natur sollte sich heute vielleicht, was das Wetter angeht, noch ein bisschen zurückhalten. Also es war ja Gewitter angekündigt, aber ich glaube, es nach den neuesten Prognosen hat sich das ein bisschen verzogen, ne? Das werden wir sehen. Ja, genau. Ich werde doch nicht sagen, was der Atlantik in der Gegend von Miami heute vorhat. Wer kann das schon? Wir schauen mal. Ja, sind wir mal gespannt. Hoffentlich bleibt das Gewitter zumindest aus. Regen wäre natürlich auch nochmal eine extra Prise Salz, sage Ja, ich das mal, ne? Problem ist, wenn es Regen gibt in dieser Gegend, dann meistens in Verbindung mit dem Gewitter. Und dann haben wir ja gestern schon besprochen, ich glaube, 12 Meilen darf die Gewitterzelle nicht weg sein. Und dann sind die Amerikaner sehr vorsichtig, auch um die Zuschauer zu schützen, die unter vielleicht auf Plätzen sitzen oder irgendwas Metallisches um sich haben. Da sind die sehr vorsichtig, was Blitzeinschläge betrifft. Also da könnte schon sein, dass die sagen, okay, evakuieren, kein Rennen, gar nichts. Das ist jetzt der Super-GAU. Ich glaube nicht, dass so kommt, aber ich wollte es nur mal sagen. Ja, dann sprechen wir nochmal ganz kurz über Hülkenberg. Genau, der hat es in Q3 geschafft. Problem hat er danach gesagt. Ja, die Reifen sind sehr abgekühlt, weil er noch ein paar durchlassen musste auf seiner Einführungsrunde praktisch zur schnellen Runde. Ja, dadurch hat er im ersten Sektor zu viel Zeit verloren und hat dann abgebrochen. Ja, schade eigentlich, ne? Also, wenn man gesehen hat, wo der Magnussen stand. Was geht da für Ja, Hülkenberg heute? Hülki war ja auch selbstbewusst genug zu sagen, das hätte er auch schaffen können, wenn aber hätte. Es ist halt so, wie er sagt, das glaube ich auch, dass es so war, aber so ist das halt manchmal im Sport oder im Leben, dass man halt, dass es manchmal nicht so ganz funktioniert, wie man es sich erhofft hat. Jetzt steht er auf Platz 12 und in der ersten Runde kann er schon theoretisch vor seinem Teamkollegen sein. Wie gesagt, das könnte Chaos werden, aber die Ausgangslage ist natürlich für Haas so, dass Magnussen erstmal der ist, der von der Startposition her eher in die Punkte fahren kann. Aber das muss man alles sehen. Ich glaube, im Rennspeed geben die sich nicht viel in Miami. Aber ich bezweifle, dass der Haas so gut ist, wie sie glauben im Rennspeed, mit Reifen, Verschleiß und allem. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Es ist halt nur mein Gefühl und wir werden es sehen. Wie ist so deine Einschätzung? Also, wir sind uns ja eigentlich, glaube ich, einig, dass, wenn alles normal läuft, die Red Bull da 1 und 2 unter sich ausmachen. Wer wird denn. Sicher nicht, wenn es normal läuft, ja, vom Speed her sind die ganz klar vorne. Aber was heißt schon normal? Das hat man ja gestern gesehen. Ja, das stimmt. Leclerc zum Beispiel ist auch so eine fahrende Wundertüte. Wunder, dass er manchmal wundervoll bringen kann, aber auch Tüte, dass er manchmal halt in der Mauer landet. Ich meine, er bettelt gerade darum, dass man ihm auch mal den Namen Crashkit gibt. Er macht schon viele Fehler in letzter Zeit. Ich erinnere daran, 2010 hat ein Martin Wittmers damals noch bei McLaren der Verantwortung einen Sebastian Vettel nach dem Rennen in Spa als Crashkit bezeichnet, weil er seinen Fahrer Button beim Überholversuch abgeräumt hat. Wir wissen, wie es 2010 ausging. Das Crashkit wurde bei Weltmeister. Jetzt bettelt Leclerc auch um den Namen. Ich weiß nur nicht, ob er auch Weltmeister wird. Also wie gesagt, er ist sau schnell, der Typ und alles. Und er kann froh sein, dass Vasseur sein Teamchef ist, der in Schutz nimmt, denn Günther Steiner hätte ihn jetzt wahrscheinlich schon rausgeschmissen. Ja, also eigentlich ist Leclerc wirklich von der Pace, muss man sagen, ein richtig starker Qualifier. Und er kann in Q3 immer den Unterschied machen, aber wie du schon gesagt hast, ins Positive, auch Ja, ins ich mache auch keinen Negative, ne, wenn der Vorwurf, Unfall aber war. das Problem ist, er hat in Baku einen Fehler gehabt, er hat im freien Training jetzt einen Fehler gehabt und hat jetzt alles im Qualifying probiert und hat dadurch sich um die Chance gebracht, nach vorne zu fahren und natürlich auch die hinter ihm fuhren. Das war keine Absicht, es ist einfach passiert. Aber er macht halt schon eine Menge Fehler im Moment. Das muss man leider sagen. Ja, das Auto, Setup darf ja nichts gemacht werden. Das heißt, das wird weiter sehr aggressiv. Das hat er ja schon danach auch gesagt, dass das Auto sehr aggressiv abgestimmt ist. Das ist auch dann jetzt auch so ein Faktor, du hast ja gesagt, das ist ja die Spannung schon vorprogrammiert, eben auch weil dieser Asphalt
neben der Ideallinie, ich sag mal, sehr zickig ist, ne? Also die Autos brechen sehr schnell aus. Wir haben jetzt, glaube ich, schon zwei oder drei rote Flaggen am Wochenende gehabt. Ja, aber woran liegt das denn sonst? Also ist das nur auf den Asphalt zurückzuführen? Ja gut, erstmal ist ein Straßenkurs, wo man bekanntlich ja weiß, dass die Mauern jetzt nicht gerade 1 Kilometer wegstehen, sondern wenn man das Auto verliert, dann ist der Schaden schon eigentlich programmiert. Und dann kommt noch in Miami wohl dazu, dass die Ideallinie relativ viel Grip hat, aber wenn man nur 10 bis 15 Zentimeter davon abweicht, fängt man plötzlich an zu rutschen. Und das gibt dann eine Kettenreaktion und wenig Platz zu den Mauern, Auto fängt an zu rutschen, Grip ist weg und man ist fast nur Passagier und dann kann es halt schnell krachen. Auf einer Rennstrecke, die viel Auslauf hat und von mir aus Asphalt-Auslaufzonen statt Kiesbetten, wäre das jetzt kein großes Thema, aber beim Stadtkurs ist das halt so. Definitiv. Ja, Ralf, dann würde ich sagen, sprechen wir auf jeden Fall mal noch über deinen Top-3-Tipp. Wen haben wir heute ganz vorne, deiner Meinung nach? Der ist ganz schwierig heute. Ich glaube immer noch, dass Verstappen gewinnt, gerade weil er alles tun will, um Perez heute zu zerstören, nach der Ausgangslage. Wenn er aber die ersten, ich sag mal, 5 bis 10 Runden nicht genug nach vorne kommt, müsste Perez das Ding nach Hause fahren. Und dann würde ich sagen, geht es um Alonso und Verstappen, darum, wer Zweiter oder Dritter wird. Ist jetzt nicht so ein prickelnder Tipp, aber wie gesagt, ich gehe halt von der Normalsituation aus und nicht von irgendeinem Gewitter, wo alle weggespült würden oder so weiter, weil das kann man dann eh nicht tippen. Und wenn Alonso den Start gewinnt, kannst du dir vorstellen, dass der Perez hält oder ist der Red Bull mit dem DRS dann zu stark? Alonso ist ja auch ein guter Starter, Ja, ich weiß nicht, aber Alonso ist auch sehr clever. Das heißt, er wird nicht versuchen, in der ersten Runde das Rennen zu gewinnen. Es kann sein, dass was auch noch spannend ist, wie Russell wegkommt, der immer sehr gut startet. Ob er Russell wieder mit seinem neuen Lieblingsfreund Verstappen aneinander gerät. Die haben sich ja verbal jetzt im Moment ein bisschen attackiert. Und er steht ja auf Platz 6, glaube ich, also vor ihm. Und Leclerc direkt dahinter. Also es könnte schon Action geben, direkt nach dem Start. Und dann weiß man nicht, wie Sainz wegkommt, wie verhält der sich. Sein Idol steht vor ihm, Alonso, aber das Idol wird in dem Moment kein Idol mehr sein, wenn er das Visier runterklappt. Also es gibt dann, was macht Magnussen beim Start? Räumt er alle ab? Gewinnt er sogar den Start aus irgendwelchen Gründen mit dem Ferrari-Motor, der gut ist auf einer Runde und geht in Führung? Ich weiß es nicht. Wird jedenfalls prickelnd. ja, sehr geile Ausgangslage, die sehr viele Fragezeichen aufwirft und sehr viel Spannung aber auch mitbringen kann. Ja, Ralf, dann freuen wir uns drauf. Rennen heute, glaube ich, um 21:30 Uhr. Und ja, dann freuen wir uns drauf. Und Alles bis klar, dann, dann hören wir Ralf. uns morgen. Mal gucken, Genau. Morgens ob der dann. ganze Bullshit, den wir jetzt prognostiziert haben, auch wirklich eintritt. Na, schauen wir mal. Bis dahin, Alles ciao. klar.